Moin! So, da bin ich. Hat jetzt ein bisschen gedauert, ich muss mir noch Kaffee machen, aber jetzt bin ich da. Mit was wollen wir anfangen? Die Verlosung der 3x30 Euro Gutscheine oder damit? Unboxing oder so eine Faxen brauchen wir nicht machen, weil das ist Humbug. Weil das ist... Da ist drinne was, eine Grafikkarte und mehr nicht. Für die ASMR-Fans unter uns waren. Ganz wichtig war, habe ich Fall gehabt, dieses Ding von dem PCI Express Anschluss abmachen. Nicht so versuchen einzubauen. Es gibt jetzt. Machen wir aber gleich. So ist der Rechner jetzt aus. Netzteil ausschalten. Dann bauen wir mal das gute Stück ein. Hier haben wir noch ein Kabel rumhängen hier. Ja, so. Jetzt habe ich diesen Schnippelwürger dran. Jetzt gehen wir gucken, ob der passt. So, über 2 Kilo wird wir auf jeden Fall haben. So, Gigabyte. Passt die Grafikkarte rein? Oh ja, sie passt. Dann hätte ich jetzt diese Halterung wieder rausnehmen müssen. Ich kann auch gleich dazu sagen, es ist nur ein 650 Watt Netzteil, was ich hier habe. Und sollte eigentlich reichen. Bei der Grafikkarte und diesen 8-Kerner, der hier drin ist. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Also bei der 6.8er hatte ich es auch so gemacht. Die hatte ich minimal laufen lassen, damit die von vornherein schon etwas kühler waren. Gut, das lassen wir so, das ist schön. Dann 3D-Mock. Jetzt muss ich hier 3D-Mock. Oh, jetzt muss ich wohl noch Steam installieren. Oh, ich flippe aus. Also mit dem Agesa. Hier, ach, gestern. Agesa Update von auf 1.003 war ja so, dass sobald mehr als 4 Kerne aktiv sind, nicht mehr auf 5,75 GHz getaktet wird. Und das ist auch nicht behoben. Und mit dem Agesa Update 1.004 war der Fehler auch nicht behoben. Das ist kein Fehler. Ich denke mal, das hat AMD gewollt so gemacht, wegen Temperaturen. Aber das BIOS-Update, was ich jetzt da drauf habe, gibt es auch nicht mehr. Ist momentan raus von den Download-Seiten, also bei Gigabyte, bei den anderen wahrscheinlich auch. Da gibt es Probleme, sobald man da mit dem letzten BIOS-Update, mit diesem Agesa 1.004, ja, Update gemacht hat und man hat einen 7600er CPU, 7600X glaube ich, ja, dann startet der Rechner nicht mehr. Ja, und deswegen ging das raus. Also da ist auch ein Fehler drin. Ja, 350 Watt die Grafikkarte, die CPU im Benchmark um die Allmächer. Fängt ja schon mal gut an. 150 Watt vielleicht höchstens. Also nicht mal 100 Watt, mein Gott. Und Mainboard mit Pumpe und Lüfter. Also es sollte eigentlich reichen. Ja, laut sind die nicht. Also die 6.8er XT von mir unter Luft war auch der Kühler mute. Also der war auch nicht laut. Aber man muss bedenken, die steht jetzt hier draußen. Nicht im Gehäuse, was geschlossen ist. Das heißt, da kommt immer wieder Frischluft zu. Im Rechner selbst, wenn der Deckel zu ist. Die ganze Umgebungswärme da drinnen noch vom Mainboard und so weiter, die treibt die Temperaturen ja auch hoch. Ich habe jetzt hier bloß das 650 Watt Corsair Netzteil drin, hier, das TX 650 Watt, genau. Und reicht. 24.647 Punkte, das ist so schon mal nicht schlecht. CPU-Score, ja, jetzt wissen wir es, 12.763 auf diesen 8 Kern. 29.000 Punkte auf der Grafik. Oh. Ich hatte vorher im Schnitt so 19.000 bis 20.000 bei der 6.8er XT habt und das ist dann schon mal hier Hotspot haben wir 71 Grad maximal. Gut, hier draußen ohne im Rechner ist klar und sonst 56 Grad. Also Wasserkühlung im Custom Loop ist wirklich teuer, aber dafür es lohnt sich. Also ich am Anfang das ja, weiß nicht, wann es losging. 99, 2000 ging das mit der Wasserkühlung los. Da waren die ersten CPU-Blöcke selbst gelötet.
Und der Junge sagt, Finger weg, Faxen kommen mir nicht ins Haus. Und dann irgendwann fing es mal an mit einer I.O. und dann, Custom Loop und dann ist man begeistert, weil es lautlos ist. Aber wenn die so leise bleibt jetzt hier, alles gut. Aber man will ja kühl halten und dass die dann halt auch höher taktet, damit man sein kostenloses Bonbon dazu bekommt. Ich bin doch bekloppt. Ich hätte das Bench-Table einfach bloß hochstellen brauchen, ohne Wasserkabel. Das probiere ich da gleich mal aus, bevor ich hier irgendwelche anderen ominösen Experimente mache. Also Grafikkarte wieder rein. Ja, hält noch. Das ist doch schon eher horizontal. So. Das machen wir beiseite hier. Aber ja, höher ist mir das trotzdem nicht. So, Wasser ist alles noch dran hier. Dann starten wir aber das Ding, oder? 29.490 Punkte. Also Graphics Score ist etwa so gleich wie vorher auch war. So, Trommelwirbel, alle wollen es sehen. GPU, Hotspot 71 Grad. Also mehr hatte ich vorhin auch nicht, wa? Wenn die jetzt im Rechner wäre, so Deckel drauf, wäre ich wahrscheinlich viel höher. Aber das versuche ich hier mal dann, die da rein zu würgen. Ja, also wie gesagt, also kein Temperaturunterschied. 71 Grad maximal. Hey, die Pumpe wird immer schlimmer hier, oder? Tritt hier das Wasser raus? Ja. Oh, zieht Nebenluft, aber ich sehe keine Luftblasen aktuell. Furchtbares Ding, kriege eine Macke. Ja, ist eine MBA. Ich habe es auch sehr günstig bekommen für 1190 bei Notebooks billiger. Weil ich habe das Glück gehabt, ich habe meine ganzen Shops in den Favoriten und habe alle offen gehabt und alle halbe Stunde aktualisiert. Und dann war die da gelistet bei Notebooks billiger und da habe ich gleich gekauft, da habe ich auch nicht überlegt. Also für 1199 Euro günstiger jetzt momentan nicht. So, Hotspot 91 Grad. Also ob horizontal jetzt hier draußen oder vertikal ist, ändert sich nichts. Und die Leistung bleibt dort die gleiche wie im Rage Mode. Und ich sehe auch keine Frame-Einbrüche oder sowas. Also ich bin immer konstant über 2500. Mal 2480, gut, oh ja, mein Gott. Ah, das war's. 17.081. Ist das jetzt gut oder schlecht? Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich habe keinen Referenzwert. Hallo? Tippen? Ich kenne den nicht, wie gesagt. Ich habe den nutzen jetzt zum allerersten Mal. So, Glück. René R. Ist er noch anwesend? Zufällig. Ist er anwesend? Nicht wahr? Das ist Kommentar Nummer 1. Der hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Doc Hackenberg, ja. Erstmal Glückwunsch zu den 2000 Abonnenten. Mir persönlich, bla bla bla. Danke. Republic TV. Ich wünschte, ich hätte das Selbstvertrauen, sowas selber zu machen und so weiter. Ja, er hat auch gewonnen. Also, Linde, wenn du noch da bist oder schon im Bett bist, keine Ahnung. Ich werde mich bei dir melden und viel Spaß. Wann es den nächsten Stream gibt, also das liegt an euch, also wenn es gepasst hat und ihr euch das gefallen habt, dann von mir ist auch gerne. So, wie dem auch sei, ich hau jetzt ab. Die Maus ist hier, genau. Und wir sehen uns die Tage. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.